Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part haben wir es endlich geschafft, Albis Vertrauen zu gewinnen und jetzt sagt er auch wirklich die Wahrheit. Er hat uns erzählt, dass er hier bei der Karte auf der großen Treppe in der Mitte, dass er dort das Opferpatrol gesehen hat und von da stammte dann auch seine Seance Vision. Und er hat halt eben die Hände hochgehalten, weil Patrol ihn mit einer Waffe bedroht hat. Und Patrol hat ihn gefragt, ob er es gestohlen hat. Das ist alles sehr komisch. Und Albi hat den auch gar nicht so richtig wiedererkannt. Der hat sich ganz anders verhalten, als er Patrol eigentlich kennt. Die haben sich ja eigentlich gut verstanden, die beiden. Und vielleicht war das jemand anderes, der einfach nur seine Kleidung anhatte, wie so oft in Ace Attorney. Oder es gibt irgendeine andere Erklärung. Mal schauen. What? I'm sorry. I'm sorry, I didn't say all this before. I didn't think anybody would believe me. A grand speech. One that confirmed my suspicions that you were the thief. Objection! Objection! But that might have just been the victim's misunderstanding. Where there's smoke, there's fire, as they say. The victim must have had good reason to be suspicious of the accused. Why does every new piece of information have to seem so incriminating? Shadow, what do I do, Shadow? Where is denn this? And what better reason to suspect the boy than seeing the treasure box in his hands? In the course of his rounds, the victim must have noticed that the treasure had been stolen. And then just after that, he ran into the accused. I'll be your guide. No, that's not what happened. Therefore, the one who stole the treasure and killed the victim can be none other than the accused. Ah! Oh. Wie süß. Whoa, what now? Ah, okay, das schaut rum. Oh, wie süß. Wuff, wuff. Hey, Shadow, the down boy. Well, what do we have here? I'm sorry about this. This is my dog, Shadow. Ruff, ruff. Oh. You nearly gave me a heart attack. So that's what was making his back move. Ruff, ruff. Ruff, ruff. Can't you quiet that yappy mutt down? Ich weiß nicht, ob ich Shadow oder Shadow oder Shadow sagen soll. Ja, eigentlich du. Wie halt das englische Wort du? Shadow. Ich glaube, ich sag Shadow. Ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Shadow says that Mr. Roll made a mistake. You can understand him? Fast so wie Luke. Don't tell me this a surprise witness for the defense. This is a surprise witness for the defense. Das ist aber echt krass, weil selbst die Englischen, das ist ja ursprünglich Japanisch, selbst die englischen Übersetzer haben echt einige Fehler reingehauen. Naja. I beg your pardon? You're not thinking of cross-examining an animal, are you? Das wäre nichts Neues. Das wäre nicht das erste und nicht das zweite Mal, dass wir das machen. Of course not, your majesty. Not this time, anyway. Phew. Well, I'm glad to hear that. I thought I'd have to reassess my assessment of your sanity for a second there. I think I'd better reassess my strategy. And fast. Das war auch komisch, das ist D da. Ist das D da groß bei Eid? Egal. I have to somehow show that somebody else could have struck the victim or we're sunk. While it's true that the defendant was standing in front of the victim when he died, it doesn't mean somebody else couldn't have struck the victim at that time. If you're going to go that far, then I hope this means you have another angle of approach ready. Exactly. I mean, who but the accused standing front and center could have done it? Ja, jemand, der hinter ihm stand, mein Gott. Ist das so unwahrscheinlich? Unless you can back up your claim, it's nothing more than conjecture. Okay, come on, Phoenix. I know I can think up something convincing. Where else could the victim have been struck from? Okay, von wo aus hätte das Opfer sonst noch erschlagen werden können? Naja, von dahinter halt. Wie wär's damit? Vor allem hier bei dieser Ansicht, weil ich habe mich schon gewundert, dass, wenn sie beide auf den Treppen gestanden wären, auf den Stufen, wäre es ein bisschen schwierig, weil dann hätte der Mörder sehr, sehr groß sein müssen. Patrol war wahrscheinlich auch nicht so klein, denke ich mal. Und wenn er halt auf ein paar unteren Stufen stand, hätte der Mörder halt riesengroß sein müssen. Auch nicht unbedingt, ne? Wenn ich mit meinen Armen aushole, kann ich ja auch recht weit nach oben treffen.
Aber er trotzdem. So oder so ist sogar noch besser, dass er anscheinend am Boden stand. Auf jeden Fall halt dahinter stand der Mörder. Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, ich kann es halt überhaupt nicht beweisen. So, weil im Autopsiebericht, das habe ich mir auch schon nicht überlegt, im Autopsiebericht steht nicht, dass er am Hinterkopf getroffen wurde, speziell. Sowas in der Art gab es auch schon häufiger in Ace Attorney, aber das steht da nicht speziell. Aber so oder so von hinten ist natürlich gut möglich. Take that! Take that! With the defendant standing in front of the victim, isn't it possible that the victim could have been struck from behind? From behind, you say? I see! Yes, I suppose it's not outside the realm of possibility. Good. Now at least I have some breathing room. But who do you suppose it could have been? Oh, the true culprit, naturally. The one who actually committed the theft and murder. The true culprit? And I suppose you have a true timeline of events to go along with that. I should have known I'd have to explain everything. Alright, if we assume the true culprit struck the victim from behind, then that means... Okay, das ist der Mörder. Der war davor im Treasure Room. After going to the Treasure Room and stealing the treasure, the true culprit tried to escape. Genau, der hat es halt gestohlen und wollte dann flüchten. Aber dann kam ihm Patrol entgegen. But then Mr. Road appeared, making his rounds. Okay, er hat sich versteckt. I imagine the culprit then quickly hid in the straw room at the other end of the hallway. Okay, das kann tatsächlich sein. Dann ist Patrol in die Schatzkammer gegangen, hat gesehen, dass was gestohlen wurde, ist rausgegangen, hat auf der Treppe Albi gesehen, hat vielleicht wirklich vermutet, dass es Albi gestohlen hat, keine Ahnung. Dann kam der wahre Mörder wieder aus der Abstellkammer raus, von hinten her und hat dann Patrol erschlagen. You're grasping at straws, Mr. Wright. Admit it, you have nothing but baseless conjecture. I'm going to look for something to base it on right now. Albi, when you ran into Mr. Roll in the hallway, was there anyone around the straw room area? Oh, so süß. I don't know. There might have been somebody there, but I couldn't see. I was only halfway down the stairs, so I couldn't see the ends of the hallway. Genau, er konnte nicht um die Ecken sehen, leider, weil er nicht weit genug vorne stand. I see. Swing and a miss. Ruff, ruff! Ruff, ruff! Oh, Shadow says that someone was there. I see. Thank you for that. Too bad his testimony is inadmissible. You think this is a joke? Maybe the defendant didn't happen to see this other person. But that doesn't mean the true culprit couldn't have been there in the hallway. Your desperate floundering is getting hard to watch. But I will enjoy watching you sink. What are you talking about? Unfortunately for you, only the accused and the victim were there in that hallway at the time of the incident. How can you continue to make that assertion? Because there was a witness. A very reliable eyewitness. Okay, das ist der wahre Mörder. What? Das war auch komisch. Es gab einfach einen Augenzeugen. Und jetzt irgendwie 5 Stunden später erst präsentiert er den. Aber ich meine, davor haben sie ja auch ihre Divination Seance gehabt und darauf alles vertraut. Da brauchen die ja gar keine Augenzeugen. Aber okay. Your Majesty, the prosecution would like to call its witness to the stand. Calling an eyewitness to the stand, It's been decades since that happened. And unlike the defense witness, you can rest assured that there are no pets involved. That was a low blow. Ah! Oh, der ist so süß. Very well, I'll allow it. And now, for something we've not heard in quite some time, bring the witness to the stand. Wie er sich freut, der Richter, dass er das mal wieder sagen darf. Und, wer ist es? Der Mörder. Hallo. Witness, please state your name and occupation. Oh Gott, was ist das denn für ein Name? Peace Lovin. Okay. Understanding. Peace Loving Understanding ist vielleicht der Wortwitz. Also er liebt Frieden und er versteht alle und alles. Peace Love. Also Lovin. Peace Lovin Understanding. Peace Lovin and Stand.
Nee, ich glaube Peace, Loving and Under... Oder nee, Peace, Loving, Understanding ist vielleicht der Wortwitz. Egal. Peace, Loving, Understanding oder so auf jeden Fall ist the name. I'm like Temple Tempest Headmonk. Kennedy. Warte. Okay, das habe ich nicht erwartet, dass der so redet. Ich dachte jetzt, der würde ganz gehoben reden, aber der benutzt ultra viel Umgangssprache. Aber okay. Oh, if it isn't Instructor and a stand-in, you're the eyewitness? Instructor? Not only is Mr. and a stand-in Temple Temple's headmonk, but he's also a renowned Damalan expert. Sorry to have to ask, but what's a Damalan? Ja? Check it. Here she is, my sweet serenader, my one and only. Groovy, right? But you heard our sultry sounds once before, brother. Ich werde nicht singen. Ah, das Lied, okay. Genau, das ist das Lied der Zeremonie. Das trägt jetzt aber nicht komplett vor, oder? Okay. That's the song from the Dance of Devotion. Right on, brother. The Song of Ceremony. Das ist halt, das ist so komisch einfach. Dass es auch so ein komischer Mönch oder sowas ist, der so ganz spirituell aussieht und so ganz erhaben. Und dann spricht er einfach wie so ein Assi. Aber, na gut. Playing this tune together is a precious gig for me and my girl here, you dick. The Song of Ceremony, the song that was playing at the time of the murder. Oh, Holy Mother. May the righteous sounds of my Damalan serve as my offering to you. Es ist sogar so, dass er das Lied, dass er das einfach so vor sich hingetrellert hat vor dem Mord. Und das war das, was das Opfer gehört hat. Vielleicht, weil er hat es ja auch, er spielt es ja vielleicht ab und zu mal einfach so, weil er Bock hat, das Lied der Zeremonie. Wonderful, a great performance as always. This is my thing, you know, my bag. I make instruments speak, baby. Ja. By the by, Majesty Pops. No Damalan class today. Ah. No, I'm afraid this trial has gone into overtime. Thanks to the lawyer over there. Jetzt wissen wir auch mal, was seine Class war. Er ist ja ständig zu spät, weil er eigentlich zu irgendeinem Unterricht oder sowas gehen wollte. Und da hätte er eigentlich weiter lernen sollen, wie er das Damalan spielt. The class, Phoenix, sorry. The class the judge wanted to attend was a Damalan lesson? Well, you know what they say, baby. Never trust a lawyer, man. Ja. Alter, der nervt mich jetzt schon, der Typ. Holy shit. But transgressors against the Holy Mother have to be brought to justice. Thank you for your cooperation, Mr. Understanding. As the treasure's keeper, you must have been shocked to learn it had been stolen. Yeah, man. That was not cool. That was not cool. Keeping the treasure safe is one of your duties, Mr. Understanding. That's right, brother. This here is the one and only treasure box key. And I keep it on me all times, Kennedy. Das ist der einzige Schlüssel für die Schatzbox. But the sneaky thief went and cracked open that sucker anyway. Total bummer, man. Das ist natürlich interessant, weil so kann er sich selber so ein bisschen schützen, weil er hat ja den Schlüssel dafür, also er hätte den easy stehlen können, den Schatz darin, diese Kugel der Gründerin oder was das auch immer ist, was da drin ist. Hätte er easy machen können, aber es wurde ja aufgebrochen, extra, und deswegen könnte er halt dann, das wird bestimmt noch später kommen, deswegen könnte er behaupten, ja warum sollte ich das aufbrechen, ich habe doch den Schlüssel, so. Aber das hat er halt deswegen gemacht, um eben die Schuld von sich abzuwenden. Weil er könnte es ja auch mit dem Schlüssel einfach öffnen. Aber er hat es extra deswegen gemacht, das aufzubrechen, damit er es zum Beispiel Albi in die Schuhe schieben kann. Weil Albi konnte es nicht machen, mit dem Schlüssel öffnen. Weil den halt nur er hat. Understanding. Und deswegen hat er es halt dann aufgebrochen wahrscheinlich. So that's the key to the treasure box, is it? No, baby. It's called the Magatama key. And it's a historical artifact to boot. It's been passed down from head monk to head monk at Temple Temple. The Magatama Key, huh? Okay, wurde auch geedit. Magatama Key.
The soul key for opening the treasure box. Understanding keeps it on his person at all times. Genau, ist eben der einzige Schlüssel, um die zu öffnen. Und er hat die ganze Zeit den Schlüssel bei sich. Now someone's checked treasure on my watch. It's a real buzzkill, man. Ja, real buzzkill. How am I ever gonna face a holiness again? Ja, so wie du sprichst, kannst du die eh nicht treffen. Würde ich mal sagen. Oh, holy mother. Please find it in your infinite mercy to forgive me. Please guide this lost and humble lamb. Why do I always get the far out one? Ja, das frage ich mich auch. Mr. Understanding, you witnessed the accused and the victim heading to the treasure room. Know it, baby. Best believe I scoped a tiny transgressor. Would you please give the court your testimony regarding what you saw? Bring justice against the transgressor man. Yes, of course I'll do all I can. In the name of a holiness I vow to sing. Naught but the truth I swear to bring. Hit me. Das wird anstrengend. Singt er jetzt auch seine Aussage? Ich hoffe nicht. Witness testimony, Zeugenaussage. Okay. What I saw, baby. Was ich gesehen habe, baby. Aber, oh, das singt wirklich. Ach komm. Aber ich würde erstmal sagen, ja, singt ruhig noch ein bisschen. Das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies. Beim nächsten Mal gucken wir uns an, was er so alles hier vorzusingen hat und was er zu erzählen hat. Wir wissen ja schon, dass er der Mörder ist eben. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall auch irgendwelche Widersprüche finden, während er herumzappelt bei seiner Aussage. Und ich hoffe, dass uns das gegen Understanding gelingen wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.